Hi Leute, da sind wir wieder bei Dead Space. Yay, yeah, das ist voll super. Ich versuche jetzt irgendwie so ein bisschen schräg zu reden, dass man mich auch hört. Ich bin ziemlich weit weg. Ich kann eigentlich auch so machen und mich dann freuen, dass ich so sitze. Jetzt sieht ein bisschen affig aus, wie ich hier rumsitze, ne? Aber ich stütze mich halt ab. Deswegen habe ich so krumm Buckel und meinen Hals so da oben, so voll eklig. Ja, wir sind jetzt in Kapitel 5. Ich habe, glaube ich, nachgelesen jetzt. Scheiße, Alter. Was ist denn hier immer so laut? Ich kann die kontaminierte Luft bis hier hinriechen. Nein. Es verbreitet sich schneller, als ich dachte. Dann wirst du wohl sterben. Ich versuche es zu isolieren. Ach so. Aber das wird uns nicht viel Zeit bringen. Nee. Wir müssen dieses Ding vom Schiff schaffen. Die Chemikalien, die du brauchst, sind im Chemielabor. Wenn du da bist, werde ich die Tür für dich hacken. Warum machst du nicht jetzt schon? Wäre doch schön, wenn jetzt schon Zeit ist, ne? Okay. Hier ist nix. Blöd ist, wir haben jetzt zwei Energieknoten und wir kommen nicht ran. Also, wir haben sie, aber wir können damit jetzt nichts machen. Öffnen. Öffnen. Kommt mein Torso. Torso. Sie können sich nicht Gottes Plan in den Weg stellen. Die natürliche Ordnung. Sind sie blind wie der Rest? Ja. Echt? Hier ein Shop und da hinten ein Shop? Anscheinend hat jemand die Türschlösser auf diesem Deck neu programmiert. Und zwar erst kürzlich. Wir sind wohl doch nicht allein hier. Jemand will dich nicht in diesem Teil des Schiffes haben. Ja, dachte ich mir. So, ich geh mal hier kurz in den Shop. Da sollte jetzt eigentlich nichts passieren, weil was soll der haben, ne? Ripperkling. Oh, okay. Das ist jetzt das, was er hat. Anzug Level 3, den haben wir aber schon, ne? Haben wir den? Ich weiß es ja auch nicht. Müsste ich mir meine Folgen nochmal angucken, aber ich glaube, den haben wir. Ich glaube, den haben wir. So, okay, der will uns hier also nicht haben. Ich würde jetzt gerne erstmal den hier runterschmeißen, dass er mich nicht wieder erschrecken kann. Und Energie für Laserkanone. Haha, jetzt wo wir die Laserkanone haben, ne? Okay, Lebensunterhaltung, Erhaltung, Lebensunterhaltung, hallo, Lebensunterhaltung. So, wir sind jetzt noch nicht weit gekommen, aber wir speichern einfach mal ab. Einfach weil wir was können. Ich muss übrigens noch gucken, ob meine Aufnahme läuft. Aha, sie läuft. Ah, na dann gucken wir einfach mal in die Tür rein, weil es die einzige, die offen ist. Also wo sollen wir sonst lang? Guten Abend. So, hier ist ziemlich dunkel, da. Hier kommt das Ding gleich wieder von mir. Tote Babys sind gute Babys. So, noch irgendjemand, der hier kommen will, um Mühe zu machen oder sowas? Irgendjemand? Ich habe gefragt, ob hier jemand ist, der Ärger machen will. Ich drehe mich jetzt einfach mal um. Zu gucken, dass da nichts ist, ne? Nicht, dass hier einer kommt. Und da kommt auch keiner. Läuft der Ziel für uns. Und hier ist ziemlich viel Blut. Blut ist eigentlich immer schlecht. Außer man ist Blutspender. Dann ist Blut vielleicht ja nicht so doof, aber... Wir sind gerade kein Blutspender. Jedenfalls wüsste ich nicht, dass Isaac Blutspender ist. So, der hat uns voll geladen. Mit anderen Worten, wir brauchen die verkackte Stase. Kommt da wieder so ein Riesenmonstervieh? Oh, was ist denn mit ihm hier? Könnte sein, dass er gleich auseinanderplatzt, ne? Das sieht ja mal aus wie was wir schon kennen. Ach, das Ding steckt in der Wand fest. Ist ja ungeil. Okay, dann werde ich jetzt mal bitte wechseln auf die Knarre, weil da kommt bestimmt gleich ziemlich viel Scheiß aus dem raus. So habe ich es befürchtet. So habe ich es befürchtet. Tot? Bist du tot? Geht es explodiert? Bist du tot? Hallo? Ich muss kurz nachladen, tut mir leid. Jetzt haben wir schon wieder so ein Ding rausgeschossen. Okay, wisst ihr? Ist mir jetzt zu doof. Oh.
Bam! Bam! Aua, ist ja in Ordnung. Mann, ich bin ganz kapiert. Alter, was ist denn los mit euch? Ich kann doch nicht davon ausdrücken. Ist jetzt bald mal fällig, ja? Noch einer, natürlich. Ja, das geht ja mit den Waffen hier. Das ist einfach ein Arschloch in dieser Fall. Alter, der hat mir den Kopf weggeballert. Was? Was? Wie hätte ich den denn kaputt machen sollen? Der dachte, die erzählt. Und der bin ich tot oder was? Ich hätte Stase benutzen sollen. Tja, Stase wäre eine gute Idee. Dann hätte ich einfach den Fahrstuhl drauf gepackt und dann wäre er weg gewesen. Beim nächsten Mal. Quasi jetzt. So sparen wir bestimmt noch eine Menge Energie. Pass mal auf. Ah, ist das ein Plan? Das ist kein Plan. Was soll man denn machen, Mensch? Ich kann ja versuchen, alles auf den Druff zu schießen, was ich habe, aber ich glaube nicht, dass es mir was bringt. Aber gut, wir wissen jetzt, dass er erstmal Ruhe hat. Oder dass wir erstmal Ruhe haben. Deswegen gehen wir jetzt erstmal hier hingucken, ne? Ruhe, die Schränke leer. Impulsprojektile. Inwiefern die jetzt hilfreich sind, weiß ich noch nicht. Aber so bringt er uns gerade irgendwie nicht weiter. Das tun wir nicht ran. Den könnten wir wegnehmen von hier aus. Rick. So, guck mal, wir haben 10 Plasma-Knoten, dann benutzen wir die doch einfach. Schade, wir kommen nicht bis nach Hans dahin. Den bräuchten wir noch, aber den Knoten haben wir leider nicht. Wir hätten uns einen dritten kaufen können und was habe ich mir dafür geholt? Munition! So was Dreckiges! Gut. Guck ich mal, ob ich von hier aus rankomme. Die werden nämlich, wenn ich jetzt hier das Ding einfach wegnehmen würde. Hier das Ding einfach wegnehmen würde. So, kann ich jetzt hier wegnehmen, bitte. Ich kann doch nicht machen gegen deine Dummheit. Da kommt dann alles aus hier rausgeschissen. Kacke. Kommt halt weit aus dem rausgeschissen. Muss nachladen. Muss er da drauf schießen. Du bist doch nicht, was du bist, Mensch. Soll ich einfach drauf schießen? Ich hab keine Ahnung. Ach, wenn ich doch nur wüsste, was ich machen könnte. Ja, hier, komm. Na, guck mal, kann ich da drauf schießen? Müsste ich mal gucken. Da passiert ja nichts. Ist ja auch nicht Sinn der Sache. Jetzt hör auf mich zu schießen, bitte. Ja, rotzt da den nächsten aus. Ich meine, ich weiß auch nicht, wie viele aus dem Typen rauskommen. Ah, okay. Ich hätte also bloß die Arme kaputt machen müssen, ja? Das wäre der gewesen, ja? Dafür habe ich jetzt so viel Munition verballert. Ah! Oh! Du Arsch! Ey! Alter, sein Kopf fehlt mir. Danke! So, und weil es so viel Spaß macht? Nein, nicht sein Körper. Komm, der kann weg. Oh! Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich den hier nehmen. Und... Treffer! Bam! Ja, so ein paar Teile sind bestimmt drinne. Okay, das Schreiding, das hat mich echt angenervt. Muss ich ja so sagen. Tada! Wir sind angekommen. Ja? Ah, hi! Captain Babyfresse. Was geht ab bei dir? Willst du abhauen, sagst du? Eine schöne Reise noch. Captain Babyfresse, abhauen geht anders.
Okay. Was kann ich denn hier jetzt machen? Wie wär's mit... Okay, vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo es günstiger wäre. Jetzt zum Beispiel. Der klappt. Hey, was ist mit dir los, ne? Alles klar bei dir? Du hast einen Kopf. Mir geht er ja nicht. Können wir das ändern? Oh, schon passiert. Dankeschön. So, jetzt haben wir noch eine Stasi-Station. Nehmen wir den gleichen Quark doch nochmal. Ui. Ja. Ich muss rüber. Dankeschön. Du bist in der Nähe der Chemiestation. Sobald du die Chemikalien hast, brauchst du auch eine DNS-Probe des außerirdischen Gewebes. Ich werde die Aufzeichnungen mal diesbezüglich durchsehen. Meinst du nicht, dass ich davon genug im Gesicht habe? Möglicherweise? Weil wir sind schon beide ins Gesicht explodiert. Ja, ich verspeichere einfach. Die Folgen sind super. So. Hätte er ganz gerne nochmal viel Geld und in Stase, so ein Energieknoten. Das war Vorsichtsmaßnahme, tut mir leid, du hast den Kopf gehabt. Dementsprechend konntest du aufstehen. Nachladen. Immer noch 12 Energieknödels. Okay, da ist ein Fahrstuhl. Hier ist nichts. Die wollen einfach mal hin. Müssen wir hier lang? Die geht nach unten. Das sieht aus nach einem Audiolog, ne? Ist dies ein Audiolog? Das ist doch bestimmt ein Audiolog. Hey! Persönliches Logbuch von Dr. Charles Mercer. Ich habe jetzt einen lebendigen Probanden für meine Studien. Ich kann es kaum erwarten, meine Gewebe-Regenerationstheorie zu validieren. Anfangs war es schwierig, ihn ruhig zu stellen. Aber jetzt scheint es ihm gut zu gehen. Er vertraut mir, Dr. Kain. Er hat sein Leben mir anvertraut. Er versteht, welche Rolle er einnimmt. Versteht, was ich tue. Die Stirn wurde desinfiziert und markiert. Was haben Sie damit vor? Und ich versuche jetzt, einen Kanal zu schaffen, durch den ich das Gewebe einführe. Ich finde es schön, dass Sie gerade das letzte Nein mit A's geschrieben haben. Also scheiße für den Typen, klar. Verstehe komplett. Aber was soll man machen? Sollten wir wenigstens einen coolen Audiolog. Du, ich glaube, ich habe hier noch von Materialien. Braucht da nichts mehr. Ist ein Schema? Schema Energiekanone. Achso, das ist Energie für die Energiekanone. Guck mal hier. Ach, das ist blöde. Ich weiß, dass es ein Vieh gibt, was immer wieder kommt, was man nicht zerstören kann. Und ihr könnt fast wetten, das ist er. Ihr könnt fast wetten, das ist er. Und ich will nicht, dass er das ist. Ich hasse sowas. Viecher, die man nicht kaputt machen kann, die immer wieder hinterher rennen. Oh, so zum Kotzen. Projektil, Energieknoten. Ich meine, klar, wir haben noch ein bisschen Stase am Start, aber nicht viel. Anfrage wird bearbeitet. Bitte warten. Mischung des Antigens beendet. Bitte Kapsel entnehmen. Ihr Kampf ums Überleben ist bewundernswert, aber sinnlos. Und doch machen sie weiter. Fast möchte ich glauben, wir hätten Hoffnung, unsere Spezies. Bin ich der Einzige, der sehen kann, dass wir vor langer Zeit ausgestorben sind, es nur noch nicht akzeptieren konnten? Hören Sie auf, herumzulaufen, zu kämpfen. Unsere Zukunft, Ihre Zukunft, die Zukunft unserer sterbenden Rasse endet hier. Gestatten Sie mir, Ihnen die Nachkommen der Menschheit vorzustellen. Die Kinder, die uns ersetzen werden. Unsere größte Schöpfung. Nö, muss nicht. Der Kapsel sagt, da kommt er. Das wird jetzt der Typ sein, der sich nicht aufhalten lässt. Kann man zwar irgendwie die Beine wegschießen, dass er erstmal nicht hinterherkommt, aber dann wartet er auch schon wieder. Okay, das ist nicht so geil. Bums. Jetzt sagt er gleich, er regeneriert sich. Das ist ja nicht so geil. Also war das letzte Mal die Munition hat für die Waffe. Du kannst es nicht töten, Isaac. Es regeneriert sich immer wieder. Verschwinde doch bloß. Los schon. Ja, würde ich gerne.
Wie denn? Okay. Ist hier der richtige Weg? Jo. Einen schönen Tag noch. Ich geh dann mal, wa? Ja, warte ruhig. Ach, ich hab Zeit. Ist da jemand? Wiederhole, Isaac, komm! Jennifer, ist da jemand? Hammond, wo zum Henker waren Sie denn? Ich hab die Hydrostation erreicht. Sieht übel aus hier unten. Kann kaum atmen. Dieser organische Stoff wächst überall. Meine Augen brennen. Ich sehe Dinge. Er sieht Dinge. Ey, das ist so gut. Ich würde auch gerne Dinge sehen. Beispiel ein Ausweg aus dem ganzen Scheiß. Ich muss jetzt eine DNS-Probe der Wucherung finden. Laut den Laborberichten wird eine inaktive Probe auf der Intensivstation gelagert. Ein Dr. Mercer hat offenbar damit experimentiert. Ich versuche die ganze Zeit schon Hammond anzufunken, bekomme aber nur Rauschen. Isaac, du musst dich beeilen. Wie wert, wenn ich mich nicht beeile und erstmal schön shoppen hier? Ich hab überhaupt keinen Bock auf den Scheiß hier, hab ich gerade eben schon gesagt. Ja, Energieknoten, bla bla bla. Oh, saugeil. Wir können uns die ganzen 6 Energie leisten. Na, das wird uns weiterhelfen. Warte. Wenn wir den Tree wirklich jetzt hier bekämpfen müssen, was immer wieder kommt, ja? Was immer wieder kommt, möchte ich mal anmerken, dann hätte ich gerne ein paar Stase-Pakete. In Safe. Und in den Safe. Und in den Safe. Okay, und das steht immer noch nicht hinter mir. Dann sind wir hier jetzt gerade echt safe, ja? Dann möchte ich gerne speichern. Ah, das ist genau das Vieh, was ich nicht haben will. Und das wird bestimmt nicht nur in dem Level auftauchen. Ah, ich bin so froh, dass ich dabei quatschen kann. Sonst würde ich mir so richtig in die Kackhose machen, ne? Nee, das war der falsche Knopf. Benutzen. Okay, das Viech wird wiederkommen. 100%. Ich weiß noch nicht, wo es rauskommt, aber es wird kommen. Denn es brummt halt schon die ganze Zeit, ne? Hätte ich vielleicht nur ein paar Medikits mitnehmen können. Ihre Beharrlichkeit erstaunt mich. Ey, da bist du ja wieder! Klammern sich an den allerletzten Strohhalm und lassen einfach nicht los. Kann ich von hier gucken? Sie halten an dem fest, was einst ihre Welt war. Aber sie gehört jetzt den Kindern. Freuen sie sich über das Wissen, dass ihr Tod ihre Geburt bedeutet. Psst. Hören sie es? Es kommt. Beten sie. Für wen denn? Was soll ich denn jetzt machen? Okay, ich muss jetzt warten, bis das Viech kommt, dass ich das irgendwie in Stase versetzen kann. Oder was? Da hinten wird's runterkommen. Da hinten für euch. Ach, jetzt ist es offen. Ah. Dachte ich mir. Okay, da ist eine nette Dame, die relativ tot ist. Aber sonst ist hier erst... Ach so, nachladen wäre eine geile Idee. Okay, sonst ist hier erst erwischt. Bist du der Typ? Du bist der Typ, ne? Dankeschön. Okay, das sind nur andere Viecher. Oh, drücken. Du wirst mich nicht fressen. Wie man es verhindern kann. Du kannst mich... Aua. Ach komm, das ist einfach eine Kacke. Kein Kucks abhauen. Danke. Mini-Pack. So, jetzt wird ganz schnell hoch. Aua. So. Okay, er regeneriert sich gleich. Aber kein Problem. Denn, guck mal hier. Stase. Weg. Ich dachte gerade schon, das geht nicht. Wollte mich gerade beschweren, du. Geh weg. Da kommt jetzt von rechts was. Direkt. Ah, er kommt hoch. Und jetzt muss ich euch leider nochmal verlassen. So. Geh weg. Danke. Babys. Babys sind nicht geil. Ich muss nachladen. Babys. Oh, ich muss nachladen. Babys. So, jetzt. Darf ich jetzt nachladen? Da ist ein Baby. Verkackte Baby.
komm, spritz mich mit deinen Dingern an. Ja, den wollte ich. Danke. So, und jetzt kommst du wieder ins Spiel, ne? Du alter Oppel. Irgendjemand fährt ständig die Türsteuerung runter. Ich hab das Schloss jetzt überbrückt. Los! Oh, warte, da war grad was. Warte, da ist auch was. Wo muss ich denn lang? Ah, okay. Tut mir leid, muss hier durch. Kannst du da bleiben? Oh, er kann nicht da bleiben. Okay, ich habe meine Energie verwendet, um hier zu kommen. So, dass ich jetzt hier alleine bin, kann ich eigentlich hinterher. Oh, das steht jetzt einfach vor der Tür, ne? Kann auch passieren. Alter, das ist ja voll ungeil. Lass meine Energie. Medipack klein. Ja, das könnte ich gebrauchen. Kann mal kurz gucken, was ich noch an Medipacks habe. Wahrscheinlich. Oh, scheiße, nur noch eins. Ja, die hätte ich mir auch einstecken sollen. Das wäre eine Idee gewesen. Stase kann ich jetzt noch immer benutzen. Heißt, ihm noch immer das Bein wegschießen. Dann sieht es auch schon wieder schlecht für mich aus. Aber wisst ihr was? Das geht alles weiter in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Mein Name war. Ist eigentlich egal, ich bin Philipp, hallo, aber ja, viel Spaß noch.